So. Gut, also. Tee und Eis habe ich gesagt. Ich Ja. nehme auch Nicht-Shigi mit, weil Nicht-Shigi kann Eiszahn lernen. Dann machen wir Legion nicht. Haben wir zwei Feen, haben wir einmal Eis. Ist leider kein neues Pokémon, du bist leider kein neues Pokémon. Kloppers, ja. Auch nicht wirklich helfen. Ivy wird mir da auch nicht weiterhelfen. Ja, ich denke, dann wird das mein Team sein. Für den letzten Orden. La, 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 la. Jetzt scheint mein Internet auch stabil zu sein. Zumindest auf den ersten Blick. Kann Galoppa eigentlich noch irgendein, nein, nicht Spitznamen, irgendeine alte Attacke lernen vom Typ Fee vielleicht, die vielleicht ganz brauchbar wäre. An eine Attacke erinnern. Zuckerwatte. Vielender. Schöne Käferattacke, aber nicht was versuchen. Konfusion, Agilität, Heilwoge, Bodycheck. Nope. Jetzt, wie sieht's mit dir aus, Sahnehaube? Nope. Nun gut. Dann Eiszahn. Für Biss oder für Felsriff? Für Biss. Da, ba, 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 ba. So, dann wollen wir mal. Ich quere den Route 9 Tunnel. Und das konnte ich nicht lesen. Ist aber auch wurscht. Haben wir gegen euch schon gekämpft? Nein? Na, dann holen wir das nach. Marakamba und Riffex. Boosten wir nicht Shiggy ein bisschen und den Eiszahn auf Marakamba. Hat nicht Shiggy gerade ganz schön auf die Fresse bekommen. Nicht cool. Ja, Diebeskuss auf Marakamba wird völlig ausreichen. Und hier können wir nochmal mit dem Eiszahn auf Riffex gehen.
Mara kann behalten. Nein, scheiße. Hätte doch nicht auf die Diskus gehen sollen. Oh, doch, erreicht. Ja, bring mal Zuckerwatte. Im Psycho-Gift ist sehr effektiv. Hoffen nur, dass wir schneller sind, was ich eher nicht glaube. Doch, sind wir. Ah ja, Wahlschein. Haha. Da war ja was. Yeah! Pokémon-Attacken, alles in einem Topf. So viele Glücksgefühle, verliere ich deinen Kopf. Tanzen macht definitiv fröhlicher als kämpfen. Klar will ich einen Beerenbaum schütteln. Rospelbeere, okay. Tanigabeere. Einmal zu. Oh wow. So früh schon. Hallo Schlaraffel. Au. Switch out. Mit meinem Bunny. Und Doppelkick. Au! Oh, Schlaraffel macht ganz schön viel Schaden. Holy shit. Okay. Rip Bunny. Schlaraffel verloren. Irgendwie traurig. Irgendwie schon, ne? Ja. Na gut, dann macht er Zuckerwatte den Rest. Na dann auch ins Pokémon Center. Alle Tanigabären, schade. Hätte ich gerne gehabt, weil ich keine Ahnung habe, was Tanigabären machen. Warum fahre ich nicht Fahrrad? So. Ja, schon richtig weit gekommen bisher. Ja, auf jeden Fall. Aber mein Internet ist wieder stabil. Ich habe jetzt null ausgelassene Frames, von daher. Das funktioniert wenigstens. Ich habe das Handy einfach wirklich mal einen Neustart gebraucht. Oh, das schimmert, das Pokémon. Gönnen wir uns noch ein bisschen Watt.
Ein Kloptopus. Oh Mann, gönn dir. Ja, Mann. Ich finde Kloptopus. Allein der Name ist schon so niedlich. Da. 272 Watt. Oh, nur aber ab durch den Tunnel. Gibt es im Tunnel Pokémon? Warum hat die plötzlich alles gewackelt? Oder habe am Ende etwa nur ich gewackelt? Nein, das kann nicht sein. Ab in Claw City, wo alles in Ordnung ist? Ist eben etwa der Champ vorbeigerauscht? Weißt schon, dieser Mann mit dem Mantel, der von oben bis unten mit Logos übersät ist. Okay, lasst mich mal vorbei, Jungs. Was ist das für ein rotes Licht? Ein wildes, deiner maximiertes Pokémon hier? Hey, Danseba! Hast du das mitbekommen? Geht es um diesen Lärm? Genau. Erst war da dieses laute Rums und dann ist dieses rote Licht erschienen. Dann hat sich plötzlich ein wildes Pokémon, das zufällig in der Nähe war, deiner maximiert. Hier, schau dir die Schlagzeilen an. Bei Mauzi, aha. Nee, gar nicht, war die Weiterentwicklung. Da ist die Lion. Er ist einfach der coolste. Hallo, Killer, gleich nice. Wenn man es so ausdrücken will, dann ja. Er hat nicht lange gefackelt und das deine maximierte Pokémon auf der Stelle aus dem Verkehr gezogen. Da ist mir mal wieder bewusst geworden, wie stark mein Bruder wirklich ist. Wow. Muss mit ihm reden. Soweit ich weiß, sollte er beim Stadion von Claw City sein. Auf geht's. Ich habe hier oben noch was glitzern sehen. Ein Fläschchen AP Plus, das finde ich schön. Noch irgendwas? Nope. Na, dann ab aufs Bike und über die Brücke. Oh, der hat ein schwarzes Zelt. Deine Stärke steht dir förmlich ins Gesicht geschrieben. Sei so gut und gestatte mir, mich in einem Kampf davon zu überzeugen. Oh, schön, dass du wieder da bist. Gentleman Patrick fordert dich heraus. Ein Duokless, wie. Drei Pokémon. Okay. Oh, ich habe Bunny die Holzkohle gar nicht wiedergegeben. Dachte ich mir. Ich war gerade überlegen, warum Doppelkick wirkungslos ist, aber das Vieh ist ja Stahlgeist oder so. Nicht Stahlkampf. Au, ist mal auch mit den Volltreffern. Shigaret Level 39 und Bunny 48. Fesselbiss? Ja, möchte ich. Ich weiß noch nicht, was es genau macht, aber ja, möchte ich. Anwender und Ziel können nicht ausgetauscht werden, bis einer von ihnen kampfunfähig wird. Der Effekt endet, wenn eines der Pokémon das Kampffeld verlässt. Dürfte natürlich durch Titankiefer nochmal guten Extraschaden machen.
Warte mal. Step gibt 50% obendrauf. Ja, dann ist Fesselbiss stärker als Felsgrab. Physisch bin ich auch stärker. Machen wir das Schutzschild weg? Ich glaube schon. Ja, machen das Schutzschild weg. Ich finde mir eine Offensivweste, dann wäre das ein idealer Kandidat dafür. Quatermark. Ja, komm, noch ein Feuerball. Ich weiß, durch den Protzer reicht der Angriff nicht. Risikotackle. Au! Gaming ist beide down. Dankeschön. Natürlich jetzt unglücklich gelaufen. Level Up für Corgi und Sahnehaube. Und wir setzen nicht Shiggy ein. Hortipot. Ah, das ist dann wahrscheinlich die Weiterentwicklung von der Tasse. Was ist denn das viel für ein Typ? E, Unlicht? Psycho? Tod? Irgendwas, was sehr empfindlich auf Unlicht reagiert, zumindest. Bluebird erreicht Level 49. Wie ich erwartet hatte, mein geschultes Auge erkennt eben ein Talent, wenn es vor mir steht. Mauzingrit ist mein ganzer Stolz. Neulich hat es beim Poké-Camping eine Beere für mich gefunden. Das ist etwa ein Zeichen seiner Zutraulichkeit? Komm uns gerne mal besuchen und spielen mit meinen Pokémon. Ja, okay. Aber nur, weil ich meine Pokémon gerade heilen will. Kannst aber auch übertreiben mit den Mauzis. Aber wie ist ein Alola-Mauzi da? Ein normales Mauzi. Na, warte mal, wenn es da ein Alola-Mauzi... Kann man ja Alola-Mauzi bekommen? Keine Ahnung. Egal, wir kochen. Ja, wir kochen mit Cornelia. Okay. Salka-Beere. Prunus-Beere. Sind das nicht 50% Beeren? Eine scharfe Beere mit Hitzeerzeugung Bestandteile vor. Achso, das ist jetzt wahrscheinlich nur die Beschreibung des Kochen, ne? Ja, okay. Noch mal zwei Seetangbeeren. Kiefbeere. Diese Beere ist für jeden Gaumen geeignet, da sie keinerlei Schärfe aufweist. Ein wahrer Allrounder für die Beerenküche. Okay, nehmen wir noch zwei Zitrobeeren dazu. Du. Irgendein Fertiggemüse, wie es aussieht. Ja, nicht zu viel Feuer. Umrühren. Außerdem sind ja da Würstchen drinne zum Teil. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Wurzeln oder halt Beeren, weil ja irgendwie alles aus Beeren gekocht wird.
Weil so eine gute Miltankwurst im Essen wäre bestimmt auch geil. Ob Killer gleich nice ist, schon wieder gegangen. Sehr schade. Ja, kommt. Du. Saures Gemüsecurry. Wie süß die Animationen immer sind dazu. Kapi und Api wurden wieder hergestellt, Stadtproblem behoben, sehr viele Erfahrungspunkte und meine Pokémon sind viel zutraulicher geworden. Nun gut, dann gehen wir jetzt. Ja, das sind wahnsinnig viele Erfahrungspunkte. Oh, da liegt eine TM. Die hätte ich jetzt nicht gesehen, wenn ich da nicht drin gewesen wäre. TM 58 Gewissheit. Jetzt auch nicht gebraucht, aber. Ach, hier bin ich. Okay, alles klar. Ding, ding. Claw City. Hey, hier drüben. Hallo, Danzibar. Gute Arbeit von dir und deinem Glurak, die Lion. Ihr habt dieses Dynamax-Pokémon ja im Handumdrehen auf die Bretter geschickt. Tja, wir sind eben einfach unschlagbar. Aber es gibt Wichtigeres zu besprechen, Sania. Willst du mir sagen, was hier vor sich geht? Gute Frage. Erst war da dieses rote Licht. Dann hat sich plötzlich ein Pokémon Dynamaximiert, obwohl eigentlich gar keine Energiequelle in der Nähe war. Aber wie kann das sein? Das wüsste ich selbst gern. Wir müssen wohl damit rechnen, dass dieses rote Licht jederzeit wieder auftauchen könnte. Exakt. Und um diesen Moment zu berechnen, braucht es eine Wissenschaftlerin der Extraklasse. Oma, was machst du denn hier? Ich wurde von Liga-Präsident Rose herbestellt. Er hat mir Fragen über Fragen dazu gestellt, was all das mit dem Dynamax-Phänomen zu tun haben könnte. Und ist dabei etwas Hilfreiches rausgekommen? Das musst du ihn fragen, oder besser gesagt seine Assistentin. Für den Liga-Präsidenten dreht sich alles nur um die Energieversorgung Galars. Alles andere überlässt er seiner Assistentin. Aber eins steht fest, wir brauchen mehr Daten. Deswegen möchte ich dich bitten, zu der Sache weitere Nachforschung anzustellen, Sania. Immerhin kennst du dich von uns allen am besten mit der finsteren Nacht aus. Moment, willst du damit etwa sagen, dieses rote Licht ist in Wirklichkeit die finstere Nacht? Ich frage mich, ob wir auch irgendwie helfen können. Bestimmt. Danke, ich weiß euren Eifer sehr zu schätzen, aber ich wünsche mir von euch gerade nur eins. Ich will, dass ihr mir das allerbeste Finale aller Zeiten liefert. Und im Gegenzug sorge ich dafür, dass hier in Galar auch in Zukunft wieder Frieden, dass hier auch in Zukunft Frieden herrscht. Geh klar, Bruderherz, ich vertraue dir, du bist schließlich die Lion, der Unschlagbare. Mal schauen, wie lange er noch unschlagbar ist. Das denke ich mir halt auch gerade. Nicht mehr so lange, würde ich sagen. Oh, jetzt hab ich aus dem weggeklickt. Egal. Die wird schon einfach weiter forschen. Dann bis bald. Besteht ihr jetzt erstmal die Arena-Challenge? Ich rechne fest damit, euch beim Champ Cup zu sehen. Ach, ist ein Arschtritt. Gut, konzentrieren wir uns auf unsere eigene Mission. Für mich heißt das, Nest zu besiegen. Aber du machst dich jetzt erstmal auf zum Claw-Stadion, oder, Danse? Roy solltest du keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen. Tue ich auch nicht. Drachen sind gefährlich. Drachen sind gefährlich.
Hier schon Ball von Balduin bekommen? Balduin? Ey du. Ja, hab ich schon. Okay. Dass man nicht irgendwie täglich einen abholen kann oder so. Wäre schon cool. Nee, ich brauche nichts kaufen. Ja, ich würde sagen. Es geht gleich los. Einen Moment, meine Vermieterin ruft gerade an.